weitesten Weg. Exzellente Liegenschützin. 95% Trefferleistung im Schnitt im Liegendanschlag. Russland ist fertig. Romanova geht als Erste zurück auf die Strecke. Und bei Franziska Hildebrand geht der Letzte daneben. Leichter, ganz leichter Wind von rechts hinten, aber beherrschbar. Und mit dem einen Nachlader, da braucht sie so 10 Sekunden knapp extra. Auch Norwegen brauchte einen, auch Tschechien. Romanova vorn, vor Susan Dunkley aus den USA, Natalia Burdiga und Franziska Hildebrand mit 5. Norwegerinnen, ja, mit einem großen Potenzial an Klasseläuferinnen ausgestattet. Romanova, der Letzte, geht daneben. Braucht einen Nachlader. Franziska Hildebrand hat dreimal getroffen. Elise Ringen ist weg, die Russin jetzt auch. Und wieder geht der Letzte daneben bei Franzi Hildebrand. Wieder braucht sie einen Nachlader. Aber wieder sitzt der. Andrea Mali auch fehlerfrei jetzt rausgegangen. Kristina Pauka, die Polin. Auch Veronika Witkova, die Tschechin. Und die Schweizerin Selina Gasparin. Hildebrand dritte, 11,5 Sekunden zurück. Spitze. Aber nicht weit dahinter kommt erst Selina Gasparin und dann Franziska Hildebrand. ...13,6 Sekunden. Horn gegen Shumilova. Wer schießt zuerst? Die Russin fängt an, aber fast zeitgleich Fanny Horn. Fehler jetzt bei der Norwegerin. Russland geht in Führung, kann sich jetzt ein wenig absetzen. Alle drei anderen schießen Fehler dort vorne. Andrea Engel, drei Treffer. Die macht da weiter, wo sie gestern aufgehört hat. Fünf Schuss, fünf Treffer. Und Fanny Horn vorn, die kämpft. Braucht einen weiteren Nachlader, hat jetzt dort Probleme mit der Patrone. Jetzt hat die sich verklemmt, jetzt muss sie schütteln und rütteln. Die Patrone nicht sauber eingeführt dort in den Lauf. Immer noch nicht. Sie kann jetzt doch, jetzt hat sie sie rausgekriegt, jetzt wieder reingesteckt. Sie hätte durch ein Handzeichen auch einen Helfer holen können, der dann möglicherweise mit einem Schraubenzieher das Problem löst. Aber da hat sie natürlich Zeit verloren. 15, 20 Sekunden hat das gebraucht. Henkel 11 Sekunden hinter der Spitze. Wenigstens Nebel, zuletzt ja das Sprintrennen in Oberhof. Ein Rennen, was unter sehr schweren Bedingungen stattfand. Schumilova schaut da noch einmal kurz irritiert zum Kampfrichter, aber ja, und jetzt verstellt sie dort vorne möglicherweise ein Nebelkorn reingedreht. Also ein Ringkorn, das etwas größer ist, das etwas mehr Licht einlässt. Jetzt schaut sie aber erstmal nicht durch den Diopter, sondern oben drüber. Noch einmal, ja, es fällt ihr offenbar schwer, jetzt dort zu schießen. Die anderen, Andrea Henkel fängt erst einmal an. Besgon guckt sich um, sagt, so geht es nicht. Hält es für unmöglich zu schießen. Und Franz Berger greift dort ein. Und alle warten jetzt. Ich glaube, er sagt, sie sollen ein wenig warten mit dem Schießen. Jetzt müssen wir mal hören, ob wir dort am Schießstand möglicherweise über unser Mikrofon hören können, was Franz Berger sagt. It's not possible. You cannot see the targets. You cannot continue the shooting. The race is cancelled for today. Ja, das Rennen ist abgebrochen. Die Ziele sind nicht zu sehen. Das ist jetzt ein sehr, sehr schneller, rascher Entschluss.
Sportlerinnen schauen alle noch. No chance. No chance, keine Chance. Die Ansage von Franz Berger. Schumilova klopft sie noch ein bisschen auf die Oberschenkel, will es nicht wahrhaben. Andrea Henkel ebenfalls. The race is canceled for today, for the women. We wait for the original time for the main race. Tja, wundert mich jetzt fast ein bisschen. Das ging jetzt doch sehr schnell. Da haben wir in der Vergangenheit schon Bedingungen gehabt. Da wurde ein Rennen eher mal durchgezogen. Rico Groß, die Trainer draußen auf der Strecke. Da gab es natürlich auch immer mal Kritik. Findet ein Rennen statt oder nicht? Jetzt hat man sich sehr schnell dazu entschlossen, aber möglicherweise dann letztendlich auch konsequent. Sie konnten es ja sehen, Anaïs Bescon, Schumilova, die haben beide gezögert. Die Zuschauer quittieren es mit Applaus. Die Sportler laufen da jetzt noch einmal für uns kaum zu sehen. Ostfriesische Nationalfahne, weißer Adler auf weißem Grund. Laufen sie dort noch einmal vor den Zuschauern vorbei, winken, bedanken sich. Ja, ob das Männerrennen stattfinden wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue bei mir, es wird tatsächlich schlechter. Es war die richtige Entscheidung, das muss ich an dieser Stelle dann auch wirklich sagen. Im Moment, ich kann hier aus meinem Fenster, ich sitze an Schießbahn 30, noch nicht mal mehr bis zu Schießbahn 23.